Hey und willkommen zu diesem kleinen Update, Blog, Video, wie auch immer. Und zwar hat mich meine Bricklink-Bestellung vom lieben Bricknick erreicht für die neue Lego-Stadt bzw. für die Brick City, wie ich sie nenne. Dazu haltet ihr auch tatsächlich kurze Updates und wir schauen uns jetzt einfach mal kurz die Bestellung an. Die ist recht klein. Aber trotzdem einige Teile. Wir haben hier gelbe 1x1 Steine. Wir haben hier gelbe 1x4er Blades. Wir haben hier Transclear gelbe Steine in 1x1. Und 2x1er bzw. 1x2er ebenfalls in gelb. Der liebe Nick war noch so lieb und hat mir diese Lego Minifigur dazu gesponsert. Vielen Dank dafür, Nick. Und wir schauen uns noch einmal kurz ein kleines Update zur Lego-Stadt an. Und zwar ist das jetzt noch einmal das Update zur Lego-Stadt bzw. zur Brick City. Die ersten USB-Platten sind bereits verbaut und verschraubt, wie man sieht. Hier kommt noch eine Verlängerung dran, dass hier eine dritte Blade ranpasst. Aktuell haben wir hier 9 Blades in der Tiefe und danach 3 Blades in der Breite. Seht ihr schon mal ein paar Lego-Schienen, ein Video zum Lego-Zug, dem Lego City Train, findet ihr auch in Kürze, beziehungsweise der Zusammenbau davon. Damit seht ihr jetzt einmal den Start, das heißt in Kürze wird es auch neue Videos zur Brick City geben. Bin gerade kräftig dabei, bei Bricklink zu bestellen und neue Teile dafür zu kaufen. Der Plan aktuell ist übrigens auch, ich weiß, es ist verrückt, aber tatsächlich die neuen Lego City Straßenelemente zu benutzen. Hier hätten wir eine Breite von 6 Noppen, sprich hätten wir dann hier das komplett nochmal mit 1x4er Blades abgedeckt und hier an der Seite dann den Gehweg. Hätten wir hier genau 6 Noppen Breite, das müsste dann auch für die normalen Autos reichen. Sollte das nicht passen, wäre der Alternativplan, immer 2 Platten miteinander zu verbinden und dann statt denen in der Mitte die hier hinzusetzen, sodass wir eine deutlich breitere Straße haben. Das ist aber tatsächlich alles erstmal Überlegung. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade dran, erstmal Teile dafür zu bestellen. Und dann sehen wir weiter. Ich halte euch auf den Laufenden. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.